Moin Moin und herzlich willkommen zu Rise of Nations, mein neues, erstes Let's Play Dauerspiel, nachdem ich jetzt schon einige Fußballmatches gespielt habe, die aber eigentlich mehr eigenständig gesehen werden können. Beginne ich jetzt mal damit, einfach weil es mir unheimlich viel Spaß macht, schon ein bisschen älter ist, aber trotzdem, ja, ein gutes Spiel, es ist einfach ein gutes Spiel, ich spiele das auf einfach. Ja, damit mir nicht das Ganze hier in Frust umschlägt, sondern ich mal ein bisschen bei Laune gehalten wäre. Und jetzt habe ich mich schon geklickt, ich will gar nicht die neue Welt, ich möchte ja die ganze Welt. Tada, neuer Feldzug. Die Deutschen. Natürlich, wen denn sonst? Was können denn die Deutschen überhaupt so? Die Macht der Deutschen liegt in der Industrie. Ja gut. Oh, 50% günstiger. Die Städte 5% mehr Nahrung. Ne, plus 5. Ja, sie können, das ist auf alle Fälle gut. Zufällig wird gar nichts angeordnet, das lassen wir schon original. Die Boni ebenso, also für welchen Bereich ich ja gerade was gibt, da das werdet ihr gleich noch sehen. Und es wird geladen, Feldzug wird begonnen. Dank ihrer klugen, umsichtigen Führung haben die Deutschen unter ihrem Befehl geeint. Haben sie die Deutschen unter ihrem Befehl geeint. Nun müssen sie alle Gegner, die sich gegen die Herrschaft ihrer mächtigen Nation auflehnen, vernichten. Barbarenhorden und rivalisierende Nationen werden stürzen, wenn sie daran gehen, die Welt zu erobern. Na gut, so sieht es wohl aus. Ja, von mir aus gern. Ja, das ist die Übersichtskarte. Quasi die 2D-Risikokarte. Ja, so wie das Brettspiel-Risiko. Die Tipps mache ich mal ganz schnell weg. Weil, ja gut, das wissen wir, dass wir entweder durch Eroberung oder durch Zwangsherrschaft die Kontrolle über die Welt übernehmen können. Wir starten hier als Deutsche. Und grün sind die Bereiche, in denen ich jetzt meine Armee schicken kann. Das ist schon der erste feindliche Gegner. Ja, friedliche Gegner gibt es eher selten. Holland, Frankreich, Großbritannien, wir haben hier noch Italien, Spanien, Griechenland. Die Russen, Türken, Ägypter, Nubier, meine Güte. Südländisches Afrika, ziemlich groß. Inder natürlich, Perser, wen sonst? Mongolen, Koreaner, Chinesen, Australien gibt's noch nicht, aber wir gehen auch im Altertum. Japaner, ja, wer ist da noch? Azteken, Maya. Inka, ach, das ist nicht schön. Aber Amerikaner gibt es auch schon. Und die Irokesen. Vermutlich die Indianer, genauso wie die Lakota-Menschen. Nur Europa ist dicht besiedelt. Wir beginnen, wie gesagt, im Altertum. Das Ganze halt, dieses Zeitalter hält genau Einzug an, dann wird umgesprungen aufs nächste Zeitalter. Wie zügig ich jetzt insgesamt Zeit habe, das weiß ich gar nicht. Ist mir auch gerade egal, aber ich jetzt erstmal vorschlagen würde, wir annektieren die Schweiz quasi, ein unbeanspruchtes Alpenterritorium. Da gibt es nämlich seltene Ressourcen, Edelsteine, man kann natürlich handeln, was Geld bringt, und es wird mir eine neue Armee zur Verfügung gestellt, was man immer an diesem Kugelhaufen da sieht. Genau. Klicken Sie nach Auswahl eines Gebietes auf die Schaltfläche starten, um den Angriff zu beginnen. Halte ich vor, den Haken mache ich mal aus. Na dann, starten wir das doch mal. Ja, starten, starten. Ich habe es gestartet. Ah. Schwierigkeitsgrad einfach? Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber es muss einfach reichen. Ich möchte ein bisschen Spaß dazu haben. Kriegspartei. Siedler aus weit entfernten Ländern dringen in ihr Land ein. Versuchen sie, die Siedler mit ihren Truppen zu vertreiben. Zerstören sie 25 feindliche Einheiten. Das ist jetzt meine Aufgabe, 25 feindliche Einheiten zerstören. Achso, ja, das Spiel startet pausiert. Sollte ich vielleicht mal noch kurz erwähnen. Habe ich ganz einfach eingestellt, um am Anfang gleich eine kleine Übersicht zu haben. Und ich habe eine Viertelstunde Zeit dazu. Na dann starte ich das Spiel jetzt mal. Also ich deaktiviere den Pausenmodus. Ach, schau an.
Das sind wohl meine Feinde schon hier, die blauen Kollegen. König Olaf der Weiße. Ja, das ist jetzt das Strategiespielelement des Spieles. Den schicke ich mal kurz auf Beobachtungstor. Das ist nämlich mein Speerherr mit Wolf. Wie gesagt, meine Aufgabe ist es, 25 feindliche. Ja. 25 Feinde zu töten. Deswegen lasse ich das Haus mal in Ruhe. Denn da läuft die Uhr. Und ich habe dazu nur eine Viertelstunde Zeit. Ich habe auch niemanden hier, mit dem ich irgendwie ein Haus bauen könnte. Deswegen bin ich darauf angewiesen, mit diesen Einheiten, die wir jetzt zur Verfügung stehen, vorerst auszukommen, um meine 25 Gegner zu besiegen. Hier ist die Grenze. Ich möchte die jetzt nicht unbedingt überqueren, denn das führt wieder nur dazu, dass meine Einheiten an Energie verlieren. Gut, dann habe ich mal eben mal ausgewählt sämtliche Reiter und weise denen eine Extragruppe zu. Die erste Kavallerie. Drüm, drüm. Die sind ein wenig flinker als das Fußvolk hier. Ja, geh halt hier rüber, komm. Da kann ich die schön getrennt voneinander aufmarschieren lassen, wenn es denn nötig ist. Ja, aber jetzt muss ich wohl doch in das Territorium vordringen. Die müssen ja hier irgendwo sein, ne? Diese Bösewichte haben sich im Wald versteckt. Und ich nehme offensichtlich doch keinen Schaden, was mich gerade ein wenig verwundert. Ah, ein Bösewicht. Eliminiert den Bösewicht. Nein, der Bösewicht nicht das Feld. Ein Dorf. Bösewicht ist gefallen, der Bösewicht. Bösewicht. Ein böser Bösewicht. Oh. Da sind also die feindlichen Streitkräfte. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt eine gute Attacke reiten kann. Mit meinen Reitern. Die müssten gleich an der Front stehen. Den Bogenschützen sind chancenlos. Gegen berittene Kämpfer. Deswegen muss ich zusehen, dass ich meine Bogenschützen gar nicht erst in einen Zweikampf kommen lasse, sondern direkt meine Kavallerie davor stelle, damit die es verhindern können, dass meine eigenen geschlachtet werden. So, jetzt macht doch mal die Menschen hier alle weg. Krieger aus den einheimischen Dörfern haben sich ihre Kriegspartei eingeschlossen. Oh. Ach, von da oben. Na, schau einer an. Ja, dann. Ach, ich schicke die jetzt einfach mal hier rüber auf die Reise. Da. Und mit dem Trupp konnte ich hier mal weiter. Und dann werde ich ja sehen, wo ich hier zuerst wieder auf Gegner treffen werde. Ching, 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 ching. Kommt ihr denn alle von da drüben? Da war doch gar nichts, da kam doch gerade mein Speer her. So, ihr reitet mal nach da und ich schau mal kurz, was die so machen. Oh, die holen sich erstmal das. Das bringt nämlich Geld. Tschaka. Ja, das war jetzt gerade ein seltenes Relikt. Und diese Relikte bringen mir 25 Reichtum, welche ich dann im normalen Spiel dazu hätte einsetzen können, um Einheiten zu produzieren. Was aber jetzt hier nicht so wirklich funktioniert, da ich gar keine normalen Bauarbeiter bei mir habe, welche hier irgendwelche Städte bauen könnten, sage ich einfach mal. Ist ja auch so. Naja, ist ja nicht mal eine Lüge. Obwohl ich glaube, ich schicke die einfach. Ja, genau. Die machen jetzt einfach eine Gruppenerkundung. Tschüssikowski, Kollegen. Damit ich hier mal die ganze Karte aufgedeckt bekomme. Ah, das sieht mir doch nach einer Hauptstadt aus. Da oben sind noch
ein paar feindliche Bürger. Das ist eigentlich gerade ziemlich menschenfeindlich. Die bauen hier ihr Dingens, Kirchenzeugs ab und ich mache sie kaputt. Ha! Damit habe ich schon 25 feindliche Einheiten besiegt. Ja gut, das waren jetzt nur die Alpen. Ohne große Verteidigung, das muss einfach mal einfach sein. Karte untersuchen. Ja. Das ist ein Dorf. Mit mir und sterbenden Bläulingen. Und da ist noch ein Dorf. Schon ausgerottet. Nein, da leben noch drei Bläulinge. Und hier wollten sie eine Kaserne bauen. Na, da war ich ja gerade noch rechtzeitig da. Nicht schlecht. Meine Erfolge. Siegart 0. Aha, auch nicht schlecht. Punktestand. Aha. Meine Armee war schlagkräftiger. Verwundert mich nicht. Allerdings hatte ich weniger Territorium, weniger Städte und weniger Wirtschaft. Ja, erscheint mir alles ziemlich logisch. Vernichtete Einheiten, 25, genau, so war es gefordert. Eine Einheit verloren, mein Speer. Ja, das ist halt so, wenn man Speer ist. Hier ist das Ganze mal schön grafisch dargestellt. Nein, falsch. Da, Punktestanddiagramm. Militärdiagramm. Ha, da waren die Einheimischen, welche sich mir angeschlossen haben. Das dürfen die natürlich auch. Da freue ich mich immer drüber, wenn sich mal Einheimische anschließen. Territorium habe ich keins, außer dass ich jetzt gerade das ganze Alpengebiet eingeopfert habe. Jo, Sieg in der Schlacht und Niederlage in der Schlacht. Aha, dann habe ich dann eine Schlacht verloren. Naja, merkwürdig, aber wir können zurückgehen zur strategischen Karte. Haben seltene Ressourcen bekommen. Edelsteine, welche wir in kommenden Schlachten nützen, also die verstärken einfach in den nächsten strategischen Echtzeitauseinandersetzungen mein Einkommen. Und ich bekomme Tribut, welches mir auf der Risikoweltkarte zum Handeln hilft. Und eine neue Armee. Sehr schön. Sie haben ein Versorgungszentrum erobert und hier durch eine neue Armee gewonnen. Die Armee wurde in Deutschland platziert. Okay. Oh. Jetzt sind wir schon in der Klassik. Und was ist denn hier passiert? Ich habe die Alpen eingenommen. Und ganz viele anderen haben ganz viel anderes Zeug eingenommen. Es sind aber einige ganz schön expandiert. Außer die Römer. Die haben es verbockt. Und die Franzosen haben es auch verbockt. Nein, da bin ich nicht schadenfroh. Ja, ich weiß doch, wie ich die Welt erobern kann. Geh doch mal weg, du komischer Hinweis. Wie breite ich mich jetzt am besten aus? Am besten Gebietsstärke weiterentwickeln. Ach ja, da kann ich jetzt Tribut einsetzen, um die Verteidigungsstufe 1 momentan in den Alpen zu erhöhen. Und umso höher die Stufe ist, umso besser sind die Voraussetzungen, welche man hat, sobald eine Schlacht auf diesem Gebiet sobald eine Schlacht auf diesem Gebiet beginnt. Genau, das wollte ich sagen. Ja gut, nein, dann nicht ausbauen. Ach, jetzt habe ich hier doch ausgebaut. Oh mein Gott. Das wollte ich doch gar nicht. Aber da sind wir jetzt geschützt gegen Franzosen und heimtückischen Niederländer. Jetzt denke ich... Ach was, ich kann nicht da oben attackieren. Ach, na das ist ja blöd. Soll ich es dann jetzt wagen, die Franzosen zu attackieren? Wäre natürlich ganz gut, wenn die gleich weg wären. Aber ich finde es natürlich schade, dass ich da nicht nach Schweden übersetzen kann. Und nach Russland möchte ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Das endet doch nur wieder in einem Desaster.